So, moin Leute und herzlich willkommen zur heutigen Folge Abfahrt. Es geht voran, Schwinging Dexter, White Knight und so weiter. Frischer Challenger Boy. Muss jetzt weiter gewinnen. Weil er natürlich nicht. Deswegen muss ich mir Gas geben. Oh shit. Das Mikro war ein bisschen weit weg. Ich weiß nicht, ob ihr mich jetzt gehört habt. Hallo! Auf jeden Fall. Herzlich willkommen. Und ja, frischer Challenger Boy. On his way. Wir müssen jetzt ordentlich Wins holen, damit wir quasi einen Puffer schon uns erarbeiten, dass wir nicht so schnell wieder droppen können. Deswegen. Aber wir haben gute Voraussetzungen. Wir haben halt Jankos leider auf Support, nicht als Jungler. Ja, wir sind gegen Malphite. Das ist auch eigentlich ein bisschen kacke. Aber das packen wir alles. Das machen wir alles easy peasy lemon squeezy. Ich denke mal, Dexter wird top campen, der Sack. Sack? Startet er hier oder was? Ah, ich glaube, er steht hier nur für Vision. Oder? Oh lol, tatsächlich. What the fuck? Ja. Er will cheesen wahrscheinlich. Vielleicht zum Red Buff oder so. Gegen Elise. Da gebe ich ihm mal richtigen Pull. Ne, so. Da cheesen gehen? Oder will einfach irgendwie nur irgendwie super fast. Okay, er will nicht cheesen. Hätte ich vielleicht nicht pushen sollen. Weil Dexter wird 100 pro Level 3 Gang oder so ansetzen. Der Sack. Das heißt. Obwohl mit einem Malphite. Ja doch. Kann ich mich ja trotzdem wrecken. Alter, meine Maus manchmal. Auch diesen komischen Kran, Alter. Der diese Mauskabel oben hält. Aber das ist echt manchmal. Manchmal bleibt einfach meine Maus hängen. So mitten im Nichts. Hat auch gewordet. Interesting. Wollen wir hier. Irgendwie noch. Oh, jawolla. So, wie gesagt, mit Lulu eigentlich pushen ist super geil. Weil man unterm Turm sehr viel poken kann. Und so diesen Damage rauskriegt und er so quasi die Minions verliert. Ja. Okay. So, wir müssen halt schnell düsen, wenn wir Elise sehen. Sonst sind wir RIP. Wir kacken auch gerade ein bisschen Minions. Nicht so cool. Ja, seht ihr, was ich meine? Ist halt super strong, okay. Ist nicht mal in der Nähe von mir. Das ist ganz cool. So. Ah, verliert gut. Obwohl, er hat immer noch genauso viel. Ich glaube, einfach nur, weil ich Kacke gefarmt habe. Alter, diese Maus. Dieses Kabel, es fickt mein Leben. Muss meinen Tisch weiterschieben. Oh mein Gott, jetzt bin ich deswegen verloren. Okay, ich muss bald warden. Weil jetzt hat sich alles da unten beruhigt. Jungler können jetzt überall sein. Kann auch sein, dass er einfach top rusht. Ah, ne, ist bottom. So, jetzt habe ich wenig Mana. Aber ich habe Meditation drin, ne? Ihr seht, plus 2,5. Das ist ganz cool. Muss halt ein bisschen besser farmen, dann ist das easy. Die Lane. Der Key ist halt mit Lulu wirklich das Farming. Weil ihr so die Lane-Dominanz aufbaut, dass es dann im Endeffekt wirklich noch abhängt, wie gut ihr farmt. Okay, das stört uns nicht weiter. No! Lose. Lose, Klose, kein Flash-Top. Alles noch. Ich hätte wahrscheinlich
direkt E, W und dann hier machen sollen. Erst den W. Naja. Naja, naja. Whatever. At least top. Geh einfach back. Ich werde mir auch MR holen. Die ersten Items werden... Ich hoffe, ich habe genug Gold. Warte mal. 850. 900. Oh, mir fehlt ein bisschen Gold. Egal. Kaufe ich erstmal so ein. So ist es erstmal ein bisschen wichtiger. Brauche erstmal MR gegen die Typen. So, hat er irgendwie. Station lösen. No. No, F, top. So. Alles tutti frutti. Jetzt nur noch beten. Ich denke nicht, dass er Level 6 erreichen wird. Ah, kriegt gerade ganz Poke. Ah, das ist gut, das ist gut. Gerade wie die Lane für mich steht. Ich kann hier freezen. Und dann, wenn mein Jungler entscheiden sollte zu ganken, ich glaube, dann sollte das ein Frickle hier sein. Vor allem, weil er noch nicht Level 6 ist. Aber so, ich habe auch jetzt schon den kleinen Lead. Von daher passt das. Kriegen wir erstmal, dass er miss ist. Nicht, dass er roam geht. Und dann müssen wir hier schön farmen. Wunderbar, wunderbar. Diese Situation ist einfach die beste Situation für euch, weil, wenn ihr das hinbekommt, oder es einfach so lucky passiert, weil der Gegner euch nicht wirklich ganken kann und ihr einfach farmen könnt, während er super viele Minions verliert und nicht mal XP kriegt, ja, der ist ja gerade die ganze Zeit nicht da. Natürlich, wenn er dann kommt, dann, da nichts mehr zu sagen quasi. Aber für den Anfang reicht's. Warded, ist auf jeden Fall warded. Ich hab noch keinen Thunderlords Brock. Fuck. So, da ist er. Ich überlege, ob ich überhaupt auf Frostscreen gehe, um ehrlich zu sein. Kann auch sein, dass ich mich einfach umentscheide und gar nicht darauf erst gehe. Ich glaube, das wäre sogar das Beste. Er ist gerade beim Red Buff wahrscheinlich dann. Also ich pushe das hier einfach rein. Ach, ich habe kein TP leider. Fuck my life. Ja, das ist halt jetzt kacke ein bisschen. Aber vielleicht, ich denke mal, Elise sollte auf dem Weg Bottom sein. Ich habe halt keinen Flash. Wenn wirklich die Elise hier ist, dann rip me. Warte jetzt einfach auf den Cooldown von Kyo. Guck einfach die ganze Zeit auf die Map. Okay, er kommt nicht weg. I run, boy. So. First Item wird doch wahrscheinlich Abyssal. Ist einfach gerade praktisch gegen die drei Champs, die die haben. Ist einfach so gut hier. Ja, das 4-0, das läuft scheiße. Fuck. Can we let them mit Jankos? Sei doch nicht so toxic. So, das. Kann ich hier Trollfan sein? Instant. Goddammit. Wer kriegt denn hier auf den Rock? Botlane. Ah. Und zwar wie Farm, 22 Farm, 3-0. Jesus. Naja. Ich würde es einfach weiter probieren. Man weiß ja nie, wie... Ist ja Solo-Queue im Endeffekt. Kann sein, dass da geschafft, aber der ist halt... Ich werde halt einen Mengenfight nicht mehr killen können. Das heißt, ich bin hier total abhängig von meinem Team. Ja, und ich sterbe auch so. Oh mein Gott. Oh fuck, und er hat geflasht. RIP! Ich muss mal, glaube ich, denke ich mal mit meinem TP, wenn ich ihn gleich habe, irgendwas machen. Wie ist hier oder was? Ja, das war. Am.
Wahrscheinlich, weil die ganze Zeit rein, Fakt ist, ich muss halt mehr rausholen aus der Lane. Ist halt ein bisschen riskanter, aber ich habe nichts mehr zu verlieren. Und so kriege ich auch den Harris rein. Ich werde einfach mit Turm gehen. Ah, Rip Bottom, ey. Hat jetzt keine Mana mehr. So. Okay, ich steck mal das Rip. Alter, Brom kriegt jeden Kill. Easy. So muss man da jetzt. Das war halt immer am Anfang riskant, aber jetzt, wo ich die Vision hatte und alles, wo wir verlieren waren, war ich einfach YOLO gegangen. Wir müssen hier mehr holen. So, das passt. Vielleicht jetzt im Roaming gar nicht so bad. Ich bin jetzt reich von vorne. Ich hole mir jetzt Abyssal. Ich werde jetzt auf hier gehen, auf Road of Ages, gegen das Team. Brauche ich das unbedingt. Turret has been destroyed. So, I'm coming mit. Ich denke mal, Malphite hat TP. Oh shit. Nice, nice. Das ist ein Comeback. Oh, das ist sehr risky, was er hier macht. Aber egal. Er verliert auch ziemlich viel. Okay. Könnte halt echt ausschlaggebend hier sein in dem Game. Weil ich so vorne bin. Ich hab halt ein bisschen, Alter. Das ist halt brutal. An Damage. Good job. Ich habe ultra viel Damage. Ja, ja, der Abyssal Rush. Mit Thunderlords ist das ein geiler Proc. Sehr viel Damage, wie ihr gesehen habt. Einfach pulverisiert. So, wir müssen Türme jetzt holen. Den Top-Turm verlieren den jetzt aber wahrscheinlich hier. Wir dürfen halt Mitte erstmal nicht verlieren. Ich glaube, Mitte ist ziemlich wichtig. So. Wie weit werden sie pushen, ist jetzt die Frage. Wir müssen halt irgendwie den Lucian. Nichts machen. Blubberf ist weg. Ich habe halt kein TP gerade. Ich glaube, die sollten nicht mehr ohne mich kämpfen. Mach eben Drache. Level 11. Da.
Okay. Scheiße, das war so unlucky. Ah, dass wir keinen Kill geholt haben. Ah, kann man nicht halten. Ja, Leute. Dun, 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 dun. Wieso? Wir können irgendwie weiß nicht, die können alle, wenn die einfach so was machen können, dann ist das schon kacke. Kurva Jankos? Wanna fight me oder was? Das stimmt, ich hätte es natürlich flashen können. Aber no reaction. Beziehungsweise ich habe gleich daran gedacht, dass er mich ultimiert, um ehrlich zu sein. So deep. Ich kann nicht 1v1, oder? Kann ich 1v1? Ich glaube nicht, dass ich 1v1 kann, obwohl mit Ultimate. Mit Polymorph. Je nachdem, ob ich meinen Q treffe oder nicht. Da. Muss man hier so schnell wie möglich holen. Bam, 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 bam. Oh, ich habe keine Ahnung, wie wir das halten sollen. Eventuell Ball rushen. What? Gar nicht realisiert. Fuck. Hat zu falschen Masteries. Alter, die nur am Heulen. Da, 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 da. Haben noch keine Ultimate. Haben noch nicht den Blanc. Blanc ist auch noch nicht hier. Mal schnell Bottom pushen. Fuck, ich brauche noch ein bisschen Money. Ich muss mal überdenken, meinen Road of Ages langsam finishen. 20. Minute schon. Why? War doch obvious. Oh.
Shit, werden die rasiert. Good job. Ich glaube, ich werde no voten. Vote no. Wir packen das. I believe. I bet life. Da, 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 da. So, hol ihn auch eigentlich fertig. Alles klar. Wieso nehmen wir solche Fights? Ich hab doch noch nicht mal Ultimate, for fuck's sake. Fuck. Keine Möglichkeit zu ultien oder so. Ich habe alles gegeben, dieses Game. Fuck, ich bin eigentlich noch so ahead von diesem Malfight. God damn it. Aber wieso Windspeakers? Das frage ich mich auch. Vielleicht einfach nur Missklick oder sowas. Wäre halt bitter. Oder er spielt Sport. So. Oh, alles gut. Achso. Ich überlege gerade, was für ein Item ich gehe. Vielleicht Ludens. Nio. Coming. No, 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 no. Ultimate up. Was noch ganz am Anfang? Okay. RIP Game. Aber eigentlich eine schöne Combo. Aber naja. GG. Wir haben es zu sehr auf der Botlane verloren, denke ich. Ich weiß gar nicht wo, um es sein. Es sei natürlich, AD Carry ist halt brutal hinterher. Mal schauen, wie wir verlieren. Ist Game over. GG. GG, well played. Oh, fuck. Nun gut. Ich weiß halt nicht, Abfahrt oder Trollfahrt? Weil ich habe schon gut gespielt eigentlich. War es schon Abfahrt? Oh, minus 12 RIP. So. Naja. Nein, eigentlich war es Abfahrt. Okay, wir haben Abfahrt aber verloren. Egal. Oder Trollfahrt? Ich weiß es nicht. GG auf jeden Fall. Ich entscheide mich später. Haut rein. Bis zur nächsten Folge. Tschüssi.